Wenn du krank bist und nicht zur Arbeit kommen kannst, dann musst du unbedingt sofort selbst deine Firma darüber informieren. Rufe deine Firma an und teile ihnen mit, dass du krank bist. Wenn du niemanden erreichst, dann hinterlasse eine Nachricht auf der Mailbox oder schreib eine SMS oder eine E-Mail. Es ist wirklich wichtig, dass dein Arbeitgeber über deine Abwesenheit in der Arbeit Bescheid weiß. Wenn du bereits weißt, dass du mehrere Tage krank sein wirst, dann gib so eine ungefähre Schätzung ab, wie viele Tage du in der Arbeit fehlen wirst. So kann deine Firma einfach besser planen. Gebe danach auch Social Bee Bescheid über WhatsApp. Die Nummer von Social Bee findest du in deiner Einsatzunterrichtung. Oder am besten hast du die Nummer direkt in deinem Handy eingespeichert. Wichtig ist auch, dass du dir eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung holst. Nochmal, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung heißt kurz auch Attest und ist ein Stück Papier, das ärztlich bestätigt, dass du wirklich krank bist. In der Regel muss man nach 3 Fehltagen auf der Arbeit ein solches Attest beim Arbeitgeber vorlegen. Diese Information findest du in deinem Arbeitsvertrag unter dem Abschnitt Krankheit. Ein Attest hat 3 Seiten. Eines gibst du deinem Arbeitgeber, das zweite schickst du an Social Bee und das dritte solltest du eigenständig bei deiner Krankenkasse einreichen. Übrigens, du musst deinem Arbeitgeber nicht sagen, welche Krankheit du hast. Diese Information ist geschützt. Deine Firma darf also nicht danach fragen und auch der Arzt oder die Ärztin dürfen es niemandem weitersagen. Das deutsche Sozialversicherungssystem garantiert dir, dass du auch bei Arbeitsausfall wegen Krankheit deinen Lohn bekommst. Sogar dann, wenn du über einen längeren Zeitraum krank bist. Das nennt sich Lohnfortzahlung. Wenn du mit einem ärztlichen Attest nachweisen kannst, dass du so lange krank bist, dann kannst du bis zu 6 Wochen dein normales Gehalt bekommen. Das gilt allerdings nur, wenn dein Arbeitsverhältnis seit mindestens 4 Wochen besteht. Wirst du innerhalb der ersten 4 Wochen deines Arbeitsverhältnisses krank, kannst du Krankengeld bei der gesetzlichen Krankenkasse beantragen. Wenn man wegen derselben schwerwiegenden Krankheit länger als 6 Wochen krankgeschrieben ist, dann zahlt die Krankenkasse Krankengeld. Dabei erhält man 70% des Bruttolohnes, aber nicht mehr als 90% des Nettolohns. Man kann bis zu 72 Wochen Krankengeld bekommen, also etwa 1,5 Jahre. Um Krankengeld zu bekommen, ist es aber immer super wichtig, die Atteste beim Arbeitgeber und bei der Krankenkasse einzureichen. Sollte man selbst nach 72 Wochen immer noch nicht genesen sein, hat man gegebenenfalls Anspruch auf eine medizinische Reha, Erwerbsminderungsrente oder Arbeitslosengeld I.